Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multimembande. Heute geht es wieder eine Runde Goldliga und beim letzten Spiel haben wir grandios verkackt. Quatsch, wir waren Doch, einfach nur mir besser. fällt gerade ein, ich hätte die Map rausnehmen sollen. Na, wir lassen sie jetzt einfach im Pool und. Wenn die Map jetzt kommt, machen wir One Base All In. Na, lohnt es bei der Map auf jeden Fall. Dann gehen wir bei einen rein, machen den kaputt und dann können wir exen. Genau. Bauen wir Dann mache ich Legende. Proxy, dann stelle ich den mein Zeug vorne hin. Gibt halt so Tare, ey. Ja. Die Ladder ist halt noch nicht, das ist halt zwei Tare, die Ladder. Da ist Ja. noch nicht gerankt. Das Wir muss ich erst spielen alles gegen finden. Meister. Ja, da ist doch die Map, siehst du? Ja, dann los. Proxy. Weil die können sich zumachen, aber ist egal. Ist egal. Das ist noch das Spiel noch ganz schön immer noch verbuggt, das nervt mich auch. Ja. Good luck, du auch. GG. Luck, have fun. BP. PP, well played. Ist eine übelst große Map. Hast du gesehen, hat trotzdem geklappt. So, kommst du in den Link schon? Nee. Ja, hallo? 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 So schnell geht das nicht. So, ich baue jetzt Proxy. Ja, ich baue jetzt gleich mit dem Pool. Jetzt drohne ich noch ein bisschen, dann geht's los. Dann kommt die Sonne. Sonne kommt gleich zu dir, ne? Gut, die Ja, sieht ja nicht alles. hier Die sieht sieht ja ja gar nur hier hin. nichts. Die sieht ja gecannonrushed wäre oder irgendwas. Das könnte auch sein. Ne, bei mir ist da Dings drin, der. So, jetzt wird Persi-Produktion angeschmissen. Wenn wir gleich die Link-Produktion. Und nur noch einmal eine Queen. Jetzt kommt Link. Gas brauche ich auch nicht mehr. Gas weg. Gas weg. Gas weg. Ich brauche hier unten auf jeden Fall noch ein Gate. Das haben wir eben schon fertig gemacht. Veteranus, dich, der will exen. Okay. Ja, da kommen Marines ohne Ende und da hat auch schon zwei. Ja, müssen wir bei den Toss rein. Was wir können. Dann los. Toss Ext. Nicht mehr. Nur gar nicht mehr. GG. Na, das ist die Map. Du Ja, kannst hier die nur Map ist sowas. echt. Sinn. Ja, die Map ist echt scheiße. Na, ah, können wir Ja, gleich noch eins dranhängen. genau.
Und wir haben bewiesen, die Map ist Bonebase. Ist halt einfach so. Ein Bonebase-Push, ja. Die ist so groß, da kannst du irgendwo Proxy-Zeug verstecken und dann gleich rein. Wenn sie jetzt nochmal kommt. Ne, diesmal eine andere. Können wir wieder normal spielen. Endlich. Oh, dieses Bonebase. Das ist Bonebase so langweilig. Ist stressig, ja. Es ist auch so langweilig. Es ist halt. Ja, es ist halt kein schönes Spiel. Und es ist halt auch stressig. Ja, genau. Außer du spielst selber Bonebase. Ja. Dann hast du ja auch Truppen genug. Das ist richtig. Wir müssen hier rauskommen. Achso, wir haben diesmal wieder nur eine Öffnung. Ist doch gut. Und eine sichere Echse. Das ist schön. Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Makro-Spiel. Ich spiele Droplots. Ich gehe. Was war denn für Gegner? Zerktos. Ich gehe auf Dark Templar. Was der Gegner macht. So, jetzt kann ich ein bisschen warten. Ich schicke schon mal meine Sonde runter. Ne, brauche ich noch gar nicht. Viel zu früh. Zeigbar Pool. Üblich. Ich baue den auch gleich. Toss baut noch gar nichts. Wie noch gar nichts, doch da. Bisschen spät, hä? Ach ne, der hat Doppelgas genommen. Jetzt braucht er Pylonen. Guck mal, ob der geäxt hat. Guck ich. Vielleicht ist es ja Fast-Exe. Zerg hat nicht geäxt. Toss hat auch nicht geäxt, da kommt was. Da steht irgendwo ein Proxy. Okay. Truppen bauen. Mach ich jetzt dicht. Können ein bisschen spät kommen, die Pylonen. Zerg ext jetzt erst. Okay. Ich guck nochmal bei den Toss rein. Das kann doch nicht sein, dass der nur Pylonen baut. Schmiede, Cannon Rush. Wir sind die Klingen Ayurs. Da ist irgendwo ein Cannon Rush. Bei uns ist nicht drin. Komplett nicht. Außer bei den Echsen oben, das weiß ich nicht, da hab ich nicht geguckt. Guck bei Echsen. Zerglinge kommen. Stellen wir sie vor, oder? Ja, so ist gut. Ne, bei den Echsen ist auch nichts. Komisch. Da kommt Flieger, ein Poker. Seltsam. Guck mal vor, genau. Ja, nicht dabei. Oder hat irgendwo eine Hidden-Echse genommen. Die müsste ich dann gleich sehen. Das ist mein Bild zwar ein bisschen anders, aber muss, es geht ja nicht anders. Muss halt reagieren, ne? Ja. Ich hab dafür ein bisschen mehr Truppen. Ich guck mal zurück. Guck mal, hast du rund durchgeguckt? Ist nichts irgendwo was drin, oder? Nö, nö. Hier hinten weiß ich noch nicht, warte mal. Nö, hier ist nichts. Gut, dann mach ich jetzt nur den Dark Templar. Hier ist auch nichts. Ich brauch noch Geld mehr. Der Drop macht sich auf die Reise. Mir dauert es noch ein bisschen.
habe zu wenig Mineralien und zu wenig Gas. Aber allerdings ist es ähnlich. Was? Ich habe zu wenig Minerals und zu viel Gas. Oh, das ändert sich gleich. So, der ist recht dumm. Ich muss von allem genug haben. Du gehst darum, ich gehe links unten rein, rechts unten rein, also hier. Okay. Kann noch warten. Nee. Ja, warte noch kurz. Oder so gleichzeitig. Ich muss starten. Pylonen bauen. Scheiße. Alles da. Dann los. So, solange brauche ich hier oben wieder Gates. Ich glaube, der Toss ist so gut wie raus. Ich mache auch Echo-Schaden. Der Echo ist weg. Der Zerg auch gerade. Viele Roaches, ist okay. Hm, ich mach dir noch seine. So, ich hol mir noch hier den Sterblichen. Ich kann sogar hier reinwurfen, wenn ich wollte. Okay. Aber ich habe keine Pylonen. Also der hat echt nichts. Ich hab den jetzt komplett rausgenommen, der hat nichts. Du hast die Zerg-Armee bei mir, mach den fertig. Ich geh gleich auf Flieger. Ich kann die noch ein bisschen mehr rausnehmen, so kennen es. So, ich habe so viel Schaden gemacht, wie geht. Ja, das müsste an Schaden reichen. Ich baue gleich Flieger und dann gehen wir drüber und das war's, ist vorbei. Es ist schon vorbei. Ich bin gerade mit Zerg-Echo drin. Das ist ein komisches Spiel. Was ist denn heute los hier, ey? Ja, keine Ahnung. Drei Pylonen am Anfang? Hä? Was? Na, er hat drei Pylonen am Anfang gebaut. Irre. Irres Spiel. Er hat auch keine Echse. Pylonen bauen. Ich brauche einen Stapel Pylonen jetzt hier hin. Da habe ich keine Probleme mit Pylonen, warum nicht? Holen wir noch eine Echse. Ich glaube, Echsen brauchen wir ja auch nicht mehr. Nö, nee, ist vorbei. Mach ich auch noch eine Pseudo-Ex. Hier und da. Upp. Tja, keine Ahnung. Das ist nichts mehr, was die haben. Mal Upgrades fahren. Geh auf Flieger. Bisschen Spaß muss sein. Flieger. Ja, wenn sie nicht rausgehen, ja, musst du halt beides spielen, ne? Ja. Machst du vorne die Dings auf? Ja, warte. Die Ramp dann. Ich hab Link, ich hab alles. Komm. Komm jetzt. Ja. Ja, das kommt bestimmt nicht viel. Nicht viel. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf.
Das ist ja schon kaputt. Na toll. Jetzt können wir nur noch entweder. Nee, Voids will ich gar nicht bauen. Ich baue Träger, eindeutig. Jäger ohne Ende. Krone hoch. Wie mach. Wenn sie nicht rausgehen, dann schicken wir jetzt entweder drüber alles oder. Weil die haben kein Einkommen mehr, die haben nichts. Na, dann gehen wir drüber. Sonst ist das Spiel einfach nur sinnlos zu lang. Ne, das will ich gar nicht bauen. Oh, ein paar Sterbliche. So, ich geh mal drüber. Wie schicken sie jetzt los? Ist egal, einfach nur die Beute zerstören, sind sie eh raus. Ob sie noch Einheiten haben oder nicht. Der Dings ist gleich raus, der Zerg. Der hat noch zwei Gebäude. Der Toss hat auch nichts mehr. Was ist denn heute noch los? Spielen wir gegen Meister, jetzt spielen wir gegen wahrscheinlich gegen Bronze oder sowas. GG! Ja, Weltplatin kann man da nicht sagen. Platin! Jawoll! Die Quest to Platin ist ja Platin 3! Wir danken euch alle beim Zuschauen. Jetzt kommt die Quest zu Diamant. Zu Platin 2. Nein, zu Diamant ist okay. Ja. Diamant, okay. Alles klar. Was waren die denn? Gucken wir nochmal genau. Silber, na gut, hat man mal spielweise gesehen. Der eine war gar nichts. Sehen wir uns in der tollen Endcard. Sehen wir uns in der Endcard und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und da sind wir auch schon in der Endcard. Endlich haben wir es geschafft. Wir sind aufgestiegen in die Platin League. Unser nächstes Ziel, die Diamant League. Leider hat diesmal die Sicht von mir gefehlt vom Rob, da irgendwie nur 12 Sekunden Mikromaterial da waren, obwohl ich alles aufgenommen habe. Darum seht ihr heute nur die Sicht vom Bären. Aber trotzdem ein schönes Spiel und wir sind aufgestiegen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne den Channel abonnieren. Wie immer dann oben rechts unser StarCraft-Projekt und unten rechts unser Minecraft-Projekt. In diesem Sinne, ciao, eure Mutti Bärmande.